Herzlich willkommen zur Leseliebe bei Paragraphen Sylvia, der ganzheitlichen, lösungsorientierten Trennungsmentorin und Entscheidungsanwältin und Familienanwältin. Und heute präsentiere ich dir eine Autorin, auch mit einem Buch, aber eine Autorin, von der ich tatsächlich 9 Bücher habe. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so einen Lieblingsautor, wo du alle Bücher hast oder mehrere, wo dir der Stil besonders gut gefällt. Es geht um Zubina Giuletti. Ob richtig rum oder falsch rum, zeigt dir hier das Licht. Und ich greife heute exemplarisch ein Buch raus, weil du meine Seele streichelst, weil das ein Buch ist, was tief aus dem, wie soll ich sagen, aus dem Beziehungschaos kommt. Also es geht um eine Zahnarztfamilie, so eine ganz normale Familie mit 2 Kindern, ein Mädchen, ein Junge, die sind schon größer und der Herr Zahnarzt ist fleißig und ja, die Frau sucht sich so ein bisschen selbst und macht Haushalt und so und ja, dann bricht sie auf einmal aus und verliebt sich. Und was aus dieser Geschichte wird, was diese Geschichte mit der Beziehung macht von den beiden, darum geht es in diesem Buch. Und das Faszinierende ist, die Autorin wurde mir mal von einer Mandantin vorgeschlagen, die auf die gestoßen war, weil sie gesagt hat, dann hat sie zu mir gesagt, musst du mal lesen, so ein Buch von der. Die Inhalte, die ich vermittle, dass ich den Menschen klar mache, dass sie durch ihre Gedanken ihre Welt verändern können. Also sie müssen nicht sofort die Situation im Außen ändern, aber sie können sofort ihr Gefühl ändern, wenn sie ihre Gedanken ändern. Und diese Dinge, die sind in den Büchern, in den Geschichten so anschaulich in ganz vielen Varianten verwertet, dass demjenigen, der bei mir hier so einen kleinen Schuss reinkriegt, so eine Injektion von neuen Gedanken, dass der, wenn er diese Bücher liest, dann nochmal umdenken kann, noch eine neue Situation, noch eine neue Perspektive, aber der gleiche Gedanke begegnet ihm schon wieder. Und deswegen finde ich diese Bücher so wunderschön, weil man spielerisch wiederholen kann, indem man in der Freizeit eben was liest und dann sagt, ach ja, kenne ich, stimmt, habe ich auch schon gemacht. Es geht hier in diesem Fall um eine Zahnarztfamilie. Also er ist Zahnarzt, sie ist Hausfrau und hat mal so halbherzig eine Firma gegründet mit einem Bekannten. Und die Kinder sind ziemlich groß schon, ein Mädchen und ein Junge. Also so eine Bilderbuchfamilie. Und Geld ist da, aber das Geld alleine macht nicht glücklich. So ein paar Sachen sind da einfach im Argen. Und deswegen, weil ein Geburtstag mal wieder von ihr mal wieder so in die Hose geht, dass sie das Gefühl hat, also kein Mensch nimmt sie ernst und kümmert sich um sie und schätzt sie wert. Deswegen bricht sie aus und will sich eine Auszeit von der Familie nehmen und wie es denn so kommen muss, dann verliebt sie sich. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter mit dieser Beziehung? Und hier geht es in dieser Beziehung ganz anders weiter, als man sich das vorstellt. Und das ist das Schöne an diesem Buch. Man sieht, dass erstens das Leben immer anders kommt, als man denkt. Und zweitens sieht man, dass man das definitiv steuern kann. Und drittens sieht man, wer positiv denkt, wird auch positiv überrascht. Deswegen liebe ich dieses Buch von den 9 Büchern, die ich von Zubina Giuletti inzwischen habe, besonders und empfehle es auch besonders gerne meinen Mandanten. Das ist für die Weihnachtszeit und für die Freizeit ein perfektes Buch und Geschenk. Deswegen lege ich es dir heute ans Herz, aber guck dir gerne auch mal die anderen Bücher an. Ich habe sie nicht in der Leseliebe, aber bei Google findest du die natürlich. Dieses hier ist so schön, dass ich es als Paperback und als Hörbuch habe. Das kennst du ja bei manchen anderen Sachen aus meiner Leseliebe schon. Wenn ein Buch bei mir so richtig angekommen ist, dann hätte ich das gerne über 2 Kanäle.
Ja, du kannst auch mal darüber nachdenken, welcher Kanal, auf welchem Kanal du besonders zugänglich bist. Sind es die Ohren, ist es das Lesen oder ist es das Erleben oder es gibt ja noch mehr Kanäle, ne? Auf jeden Fall wünsche ich dir weiterhin eine gute Zeit und bleib mir treu mit meinen Tipps und sag sie gerne weiter. Und wenn du ein tolles Buch hast, was ich in der Leseliebe empfehlen soll, dann schick mir das doch gerne. Und wenn das passt, dann werde ich das hier auch aufnehmen. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, deine Paragraphen Silvia. Und die Playlist, was es sonst alles in der Leseliebe gibt, ist im Text verlinkt, ne? Tschüss!